lieben Crime Cats und willkommen zu unserem neuen Format Crime Shorts, also Crime Cat Shorts. Und zwar habe ich heute von einem unglaublichen Fall erfahren und dachte, ich muss davor sofort drüber berichten. Jetzt vor einigen Stunden ist rausgekommen, dass ein Mädchen namens Mara, das wurde wohl fiktiv gegeben, der Name, soweit ich weiß, ist das wohl nicht ihr richtiger. Sie wurde geboren im Dezember 2013, ist jetzt 8 Jahre alt, wird 9, in Attendorn und wurde von ihrer Mutter Rosemarie G., 47, in ihrem Elternhaus in einem Zimmer gefangen gehalten. Ja, richtig gehört. Also das Kind war komplett von der Außenwelt abgeschottet. Also das muss man sich mal vorstellen. Also ja, raus kam das Ganze, weil die Mutter, die hatte 2015 dem Vater mitgeteilt mit einem Zettel am Auto, am Scheibenwischer, dass sie dann wohl mit der Tochter nach Italien geht, weil der Großvater hat italienische Wurzeln oder Verwandte in Italien und sie würde dann das Kind mitnehmen und wäre dann halt nicht mehr in Deutschland. Das hat er schon sehr merkwürdige Zettel am Scheibenwischer. Ja. Also ich stelle das mal so dahin, ne, die Vaterqualitäten. Das ist immer dahingestellt, ne? Auf jeden Fall, dass es ihm auch egal war, anscheinend, dass sie das Kind mitgenommen hat. Auf jeden Fall war es dann auch so gewesen, dass sie sich 2015 wirklich abgemeldet hat, sich und das Kind, und eine italienische Adresse angegeben hat, unter der sie jetzt wohnhaft ist. Zwischenzeitlich hat in dem Ort quasi jemand sie wohl gesehen und hat es dem Vater mitgeteilt, woraufhin er zum Jugendamt gegangen ist und gebeten hat zu schauen, ob sie denn nicht doch wieder in Deutschland ist mit dem Kind. Warum er jetzt nicht selber hingehen konnte, finde ich auch sehr komisch. Ich finde das alles ziemlich dubios. Auf jeden Fall ist dann das Jugendamt tätig geworden, war bei den Großeltern und die haben gesagt, ja, ja, die war zu Besuch, aber die ist auch wieder weg. Die ist auch wieder nach Italien zurück, alles gut. Ja, als dann Verwandte, ich denke mal von seiner Seite aus, in Italien Urlaub gemacht haben und die Kleine oder die Mutter besuchen wollten, fielen sie aus allen Wolken, als sie festgestellt haben, die ist gar nicht da. Die war auch nie da. Also kamen natürlich Fragen auf, der Vater wurde wieder informiert und daraufhin wurde dann die Polizei informiert, die dann... Und das Mädchen wurde am 23. September befreit aus dem Zimmer. Wohlgemerkt, die Mutter hatte sich wohl mit isoliert, was auch sehr merkwürdig ist. Die war ja auch im Haus befindlich und die Großeltern haben das gedeckt. Und sie hat sich wohl auch die ganze Zeit mit dem Haus aufgehalten, mit dem Kind. Und das erinnert einen total an Raum. Wer kennt den Film Raum? Hat einen Oscar gewonnen mit Miss Marvel in der Hauptrolle. Ja, die wollte unbedingt da raus. Sie wollte sich unbedingt verschanzen in dem Zimmer. Also die Nachbarn wussten von auch nichts und jetzt kommt der Knaller. Das Kind, das war so isoliert, das hatte ja gar keinen Kontakt zur Außenwelt, keinen Kinderarztbesuch, ist nicht in den Kindergarten gekommen, nicht in die Schule gegangen, überhaupt keine Kontakte. Und das ganz Normale, was man so kennt, oh, die Katzen, das ganz Normale, was man so kennt, also kein Einbrecher, das sind die Katzen, das stand dem Kind gar nicht zur Verfügung. Überhaupt keine soziale Interaktion. Es war quasi die ganze Zeit isoliert. Dementsprechend war es auch sehr verdutzt, als dann die Polizisten es mit nach draußen nahmen. Das Kind, das hat nur noch Bauklötze gestaunt. Ich meine, eine ganz neue Welt ist da draußen. Eine riesige Welt, ne? Rasen, Bäume, dann die Fahrt im Polizeiauto. Alles unglaublich, wirklich. Das Kind ist wohl so gesehen... einigermaßen entwickelt, also es ist nicht unterernährt. Es scheint wohl auch keine Form von sexuellem Missbrauch, soweit im Moment bekannt, vorzuliegen oder körperlichen Missbrauch. Aber soziale Isolation ist für mich auch schon eine Art von psychischem Missbrauch oder ja, dem Kind das Leben so viele Jahre genommen zu haben. Auf jeden Fall hat es natürlich jetzt auch Riesendefizite, weil es ist ja gar nicht... erfahren in Bezug auf andere Menschen oder Kinder oder kann überhaupt auch andere Menschen einschätzen, gar nichts. Ihr fehlt ja auch dann die gesamte Bildung. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Mutter überhaupt mit ihr lesen gelernt hat oder auch mal ferngesehen hat, was gesungen hat. Das kann ich jetzt nicht sagen. Das Kind hatte wohl auch was Probleme beim Treppensteigen.
Und ja, das ist jetzt erstmal in Gewahrsam in der Pflegefamilie, Gott sei Dank. Und wird natürlich psychologisch dann auch noch betreut werden. Sobald ich was höre, der Vater wird sich wahrscheinlich noch zu Wort melden. Der hatte jetzt wohl auch ausgehend daraus Druck gemacht, dass jetzt erst heute die ganze Thematik enthüllt wurde, die ganze Tragödie, weil selbst wenn das Kind nicht missbraucht wurde, das ist seelischer Missbrauch, auf jeden Fall. Isolieren ist schrecklich. Ich sage nur Familie Turpin. Ja, da wollte ich auch eine Folge drüber machen oder ganz, 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 ganz viele andere Fälle von Kindesisolation, Kindesmissbrauch. Ja, wie seht ihr das? Also für mich stellt sich wirklich die Frage, warum hat die Mutter das gemacht? Hatte sie vom Vater Angst? Wollte sie das Kind fernhalten? Aber dann hätte sie doch einfach nur ja, zum Jugendamt gehen müssen. Irgendwas wird da noch rauskommen, irgendwas ist nicht koscher. Und mit der Mutter und den Eltern kann auch was nicht rundlaufen. Auf keinen Fall. Da bin ich natürlich mal gespannt drauf. Weil im Endeffekt, wenn ja viele sagen, ja gut, dem Kind geht's ja gut, es war halt isoliert, aber nee, also ganz, ganz, ganz schlimm ist meine Meinung. Und ich bleibe auf dem Laufenden. Die Frau, die wird jetzt natürlich angeklagt und vor Gericht gestellt. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles noch so zutage kommt. Und halte euch auf den Laufenden. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder eine Nacht und bedanke mich recht herzlich, dass ihr eingeschaltet habt und hoffe, ihr seid beim nächsten Crime Cat Shorts auch dabei. Hinterlasst mir ein Like, ein Abo und danke euch für die Zeit und Crime Cat, let's go! Let's go to sleep. Good night, bye!